Ja, willkommen alle miteinander, wieder live. Tatsächlich, es ist ein aufregender Moment. Letztes Jahr war es eine Hybridveranstaltung, Theater und Netz im Herbst, gesendet hier aus einer Art Studiosituation und nur ins Netz übertragen. Jetzt sind wir wieder da. Christian Römer hat das Wort Pioniere schon verwendet. Theater und Netz ist 2013 an den Start gegangen. Damals fühlte es sich wirklich an wie eine Pionierveranstaltung, auch ein bisschen vorzeitig fast. Wir hatten Leute wie die Cyberräuber, die mittlerweile an vielen Häusern produzieren, bei uns mit ihrer ersten Produktion. Wir haben viel Game-Theater untersucht, wir haben Machina X da gehabt. Das war der Fokus. Ein bisschen war es aber immer auch so, die Tüftlerecke hatte man das Gefühl, so die Leute, die ihr Näschen rausstrecken, aber noch gar nicht ganz wissen, ob der große Wind da wirklich blasen wird. Dann kam die Pandemie, Corona 2020, und wir haben einen bis dato ungekannten Schub an Internet Produktivität erlebt, vor allem auch an Internetproduktivität der Theater. Schon nach wenigen Monaten waren wir in der Lage, einen kleinen Band dazu zu machen. Da geht es auch um historische Entwicklungen des Theaters im Internet, sehr stark sogar, aber eben auch um die vielen Produktionen, die in diesem ersten Corona-Jahr herausgekommen sind. Wir wissen, es ging weiter. Corona, ein weiteres Jahr Pandemie mit mehreren Wellen. Man hat ja mittlerweile fast aufgehört, sie zu zählen. In der Zeit 2021 sind weitere Produktionen entstanden, die wir für bemerkenswert, beachtenswert halten. Wir haben Macherinnen eingeladen, mit denen wir über diese Arbeiten sprechen wollen. Die Leitfrage unseres Panels: Was bleibt von diesen Erfahrungen im Netz? Ja, alle drängen zurück auf die Bühnen. Man findet wieder Fühlung zur Präsenz. Gibt es was, was wir mitnehmen können? Gibt es was, was wir bewahrenswert fanden? Gibt es was, was uns inspiriert beim Rückkehr auf die analogen Bühnen? Gibt es vielleicht auch etwas, was man weiterverfolgen will, in dem, was in den letzten 2 Jahren produziert wurde? Ich freue mich sehr, das diskutieren zu können mit 3 Gästinnen. Pina Korabulut ist uns gekommen aus München. Sie ist Theaterregisseurin und diesem Jahr zum ersten Mal zum Berliner Theatertreffen eingeladen mit ihrer Produktion Like Lovers Do, ein Text von Sivan Benyishai von den Münchner Kammerspielen, wird nächste Woche beim Theatertreffen zu sehen sein. Bei uns ist sie allerdings mit einem Projekt, das letztes Jahr für Furore gesorgt hat, Aufmerksamkeit gesorgt hat, Edward II., Die Liebe bin ich, eine Arbeit nach dem Text von Ewald Palmitzhofer, der seinerseits Christopher Marlowe-Drama umgearbeitet hat, eine Webserie in 6 Teilen. Darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich, dass Cosmea Spellicken zu uns gekommen ist, die Gründerin und Regisseurin der neuen Theatergruppe, Online-Theatergruppe Punkt Live. Und diese Gruppe hat sich eigentlich aus einem Einzelprojekt zunächst herausgegründet, nämlich Werther Live. Und das war so die Arbeit, die im Herbst 2020 herausstach und dann ja, einen ziemlichen Nimbus aufgebaut hat, war auf der Shortlist des Berliner Theatertreffens, Nachtkritik-Theatertreffen hervorgestochen und in vielfachen Erwähnungen vorgekommen. Eine Arbeit, die so ein bisschen ausgelotet hat, was es eigentlich bedeutet. Erzählen im Netz, erzählen an dieser Situation, in der wir uns da befinden, an unseren Desktops. Sie hat letztes Jahr eine Anschlussarbeit produziert, dann eben schon mit dem Kollektiv jetzt auch unter dem Label Punkt Live, Möwe Live nach dem Drama von Tschechow, am Staatstheater Nürnberg zur Uraufführung gekommen, aber co-produziert mit dem Festival Perspektiv in Saarbrücken, das Festival Tools in Rampe Stuttgart hing auch mit drin. Also sozusagen auch noch eine vom Charakter her freie Arbeit, aber beheimatet am Staatstheater Nürnberg. Darüber wollen wir sprechen. Und ich freue mich sehr, dass Kerstin Grübmeier bei uns ist, die Chefdramaturgin, Co-Intendantin des Schauspiels am Nationaltheater Mannheim. Das Nationaltheater Mannheim hat im letzten Sommer zur Eröffnung der Schillertage eine Arbeit gestreamt, die Jungfrau von Orléans nach dem Drama von Schiller, in der Regie von Jewelina Marciniak. Und diese Arbeit wird am Montag hier in Berlin beim Berliner Theatertreffen laufen. Also sieht man auch, hat vielleicht die Jury davon Wind bekommen, als sie den Stream geguckt haben. Sie haben gedacht, müssen wir mal hinreisen, vielleicht lohnt sich das. Das Haus aber hat eben nicht nur gestreamt Produktionen, die eigentlich vom Charakter her für die analoge Bühne gedacht sind, sondern es hat auch versucht zu experimentieren in verschiedene Richtungen. Eine der Arbeiten, die herausstachen, waren Fräulein Else nach dem Monolog von Schnitzler als Instagram-Drama. Und Mannheim hat gefördert von TikTok Deutschland ein Institut für Digitaldramatik
ins Leben gerufen. Wir wollen natürlich hören, was macht denn das? Was ist Digitaldramatik? Was macht die anders als die andere Dramatik, die wir meinen zu kennen? Ob wir die kennen, werden wir im Anschlusspanel dann lernen. Das sind also die Fragen, die uns heute bewegen. Damit wir aber alle drei schon mal so ins Gespräch kommen und ein bisschen unsere Perspektiven auch zu erkennen geben, habe ich gedacht, ich stelle eine globale Einstiegsfrage an alle drei. Und zwar, was ist die wichtigste Erfahrung, die Sie aus den Auftritten des Theaters im Netz in den letzten 2 Jahren für sich mitnehmen? Jetzt muss ich anfangen. Ich finde es mit Rankings ja immer so eine Sache. Ich würde jetzt deswegen auch kein einzelnes Projekt oder sowas nennen, weil es sehr viele unterschiedliche, auch tolle Sachen gab und die alle unterschiedliche Strategien verwendet haben, Erfahrungen so bereitgestellt haben. Aber für mich hat es immer dann sehr gut funktioniert, wenn es sich entweder ästhetisch sehr stark positioniert hat, also das, was dann zum Beispiel als Film, wie bei deinem Projekt, zu sehen war, eine starke, auch filmische, tolle Ästhetik hatte, oder wenn es interaktiv war. Also wenn ich als Userin bei Projekten mithelfen musste sozusagen, dass das, was da stattfindet im Netz, gerade passieren kann. Also gerade im ersten Lockdown gab es da sehr viele kleine Projekte, auch die ich gesehen habe, oder unterschiedliche Angänge von Telegram-Games bis hin zu Zoom-Performances, wo Schauspieler in diesen Zoom-Raum interaktiv genutzt haben. Und ich als Userin eben was machen musste. Natürlich ist das auch toll, wenn wir dann auch mal einen Livestream irgendwann mal finanziell und organisatorisch auf die Reihe gekriegt haben. Aber und das dann eine größere Reichweite hat, was man macht. Aber ich finde, das Interaktive, Partizipative, da wo es mit dem Medium spielt oder den Medien, die zur Verfügung stehen, das ist für mich die wichtige Erfahrung, was Theater im Netz angeht. Dankeschön. Dann gehen wir auch die Reihe runter, Frau Spelling. Dann mache ich mal weiter. Ich glaube, was für mich eine sehr, sehr schöne Erkenntnis war, war, dass andere Geschichten plötzlich Raum finden und dass auch ein Erzählformat jetzt nicht nur 90 Minuten, 120 Minuten abendfüllend eine konstante klassische dramaturgische Narration mit sich tragen muss, sondern dass man auch Geschichten erzählen kann im Theater über ein Serienformat oder über kurze Bits and Pieces, die vielleicht nicht für einen Theaterabend reichen würden, weil für eine 20-minütige Performance verkauft man kein Ticket. Oder die Geschichten eine Bühne, einen Raum geben, die sonst so auf der klassischen Theaterbühne oder auch im klassischen Film oder sonst in irgendeiner Form von darstellenden Künsten bisher irgendwie noch keinen Raum hatten, weil man einfach nicht wusste, dass es das gibt oder was es ist und dass man so plötzlich ein Universum geöffnet hat für neue Geschichten und neue Figuren, die man vielleicht so erzählen kann. Das fand ich sehr schön zu sehen. Also ich würde noch allgemeiner gehen und sagen, ich fand es überhaupt toll, dass es diese Möglichkeit gegeben hat oder dass es sie immer noch gibt. Und wenn wir uns zurückerinnern, wir haben alle angefangen im ersten Lockdown mit katastrophalen GP-Mitschnitten, die wir alle uns anschauen mussten, es getan haben, gesendet haben, warum auch immer. Und dann diese 2 Jahre eigentlich genutzt haben, um es sexier zu machen in der Umsetzung oder in der Qualität oder in der Kunst, die Kunstform an sich zu verbinden mit einer Theatralität. Und das fand ich irgendwie schon, das war eigentlich schon eine riesige Erfahrung irgendwie. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass wir das nicht verlieren, sondern dass es noch weitergeht in der Forschung. Wie kann man das Digitale mit dem Theatralen verbinden? Ja, vielen Dank. Das waren schon schöne Einblicke, Dinge. Ich musste mithelfen, damit es passieren kann. Das sind ja wichtige Momente der Rückkopplung, über die wir beim Theater im Netz viel sprechen. Ich sage trotzdem vielleicht auch meine Sache. Ich habe gelernt, was für ein hibbeliger Typ ich eigentlich bin. Ich bin es ja gewohnt, als Kritiker im Theaterraum, also sozusagen einen Raum der Andacht auch ernst zu nehmen. Und dann sitze ich 4 Stunden über Kontrakte des Kaufmanns von Elfriede Jelinek oder so. Und ich habe gemerkt, wie unglaublich schnell ich eigentlich weg bin, wenn dieser stabilisierende Rahmen nicht da ist. Und wie sehr man doch mich irgendwie auf andere Weise kriegen muss, damit ich da meinen Desktop weiterhin pflege. Wir wollen mal ein bisschen Anschauungsmaterial in die Runde bringen und ich würde beginnen wollen mit Edward II.,
Pina Karabuluts Webserie. Wir gucken mal in den Trailer rein, sodass wir ein bisschen sehen, was das für eine Ästhetik hat und reden dann ein paar Minuten mal drüber. Ästhetischer Zugriff, ja, stark skulptural gearbeitete Räume und Figuren in tableauartigen Anordnungen. Die Geschichte ist die von Edward II., dem queeren König, der seinen Höfling Gaveston liebt, was wiederum als sehr unstaatsmännisch natürlich gilt. Und dann kommt er in den Konflikt mit dem Hofstaat. Mein Kritikerkollege Sascha Westphal von Nachtkritik, der schrieb anlässlich der Online-Premiere: Pina Karabulut, die sich schon bei ihren Bühneninszenierungen gerne in die unterschiedlichsten Räume treiben lässt, hat durch dieses filmische Projekt eine größere künstlerische Freiheit gewonnen. Die Beschränkungen, die ihr die Bühne als Ort auferlegt, sind genauso verschwunden wie die dramaturgischen Zwänge, die eine dreistündige Inszenierung mit sich bringt. Sie muss in diesem Format keinen großen dramaturgischen Bogen aufbauen, sondern kann in ganz anderen Einheiten denken. Ist dieser Eindruck richtig, dass Sie da eine größere Freiheit gewonnen haben, indem Sie das Narrativ der 3 Stunden, die er jetzt abgeschätzt hat, zerlegt haben in eben 6 einzelne Folgen mit etwa 20 bis 40 Minuten Dauer? Ja, also finde ich schon ganz gut beschrieben. Und ja, das war schon, also als wir überlegt haben, diesen Stoff zu machen, war ja eigentlich klar, die Theater bleiben geschlossen. Also daher ist es ja eigentlich entstanden. Also ursprünglich hatten wir nach einem Hybridmodell gesucht, wo wir sagen, der erste Teil, die Vorgeschichte, ist ein Stream. Und dann, wenn die Theater wieder öffnen, geht es eigentlich mit dem Konflikt auf der Bühne los und das ganze Ding wird analog. Dann hieß es aber, die Theater bleiben weiterhin geschlossen und dann haben wir uns eben für quasi eine reine digitale Form entschieden, hatten kurz auch überlegt, dass es ein in sich geschlossener Film ist, aber ich hatte tatsächlich Lust auf eine Miniserie, deswegen halt die Einteilung in 6 Teile, weil ich eben Lust hatte zu experimentieren, zu überlegen, was ist es denn, wenn wirklich jede Folge ein anderes Genre ist, und das kann ich natürlich in so einem Format viel einfacher und viel wilder und viel eklektischer arbeiten als auf der Bühne. Und das stimmt schon, dass auch meine analogen Arbeiten, sage ich jetzt mal, sehr voll sind, auch von intermedialen Referenzen. Aber hier gab es tatsächlich, was das angeht, viel mehr Freiheiten, viel mehr Optionen. Man konnte viel verrückter werden innerhalb, also man kann ja viel traumartiger arbeiten, viel surrealistischer, mit Voice-Overn, mit verschiedenen Perspektiven. Also eigentlich ist jede Folge aus einer anderen Perspektive von einer anderen Figur erzählt und das kommt auch noch obendrauf. Und dann haben wir eine Film-Noir-Ästhetik-Folge, wir haben im Columba-Museum in Köln gedreht, wo die Folge total an Jodorowsky Filme erinnert, weil es da eigentlich rein performativ ist und fast gar kein Text vorkommt. Und das war schon großartig und das war eine super Erfahrung. Und es war halt auch toll, dass das Schauspiel Köln und die Gewerke das alle möglich gemacht haben, weil das sind ja auch Leute, die vom Theater kommen. Und da musste natürlich die Tonabteilung was Neues lernen und so weiter. Und wie man das dann auch, wo ich auch ein totaler Fan von war, war quasi, wie das Schauspiel Köln das auch geframed hat mit dem Gathertown. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitgekriegt habt. Da gab es quasi eine Option, das immer zusammen zu schauen, dass man nicht alleine eben vor seinem eigenen Desktop und Rechner sitzt, sondern dass man sich anmelden kann mit einem kleinen Avatar und mit Kollegen oder Freunden sich dort trifft mit dem Avatar und das dann zusammenschaut irgendwie. Also wie so ein Public Viewing, aber bei sich zu Hause. Das fand ich irgendwie auch toll. Und das sind natürlich Sachen, die möglicher sind im digitalen Raum. Und dann haben wir irgendwie Mails aus L.A. und New York gekriegt. Und es war so, warum gucken die sich meine Arbeit an? Also es war irgendwie spannend tatsächlich. Also Sie haben, wenn ich das richtig verstehe,
die Liveness, also den Charakter, das Publikum ist da, das Publikum mhm. kann sich austauschen, ein bisschen in den Rahmen des Kunstwerks gelegt. Also so Gazetown ist ja ein Ort, eben Social Media, Treffen. Sie haben ja auch erzählt, Schauspielerinnen waren dann auch dort und waren ansprechbar. Mhm. In den Werken selbst wurde das nicht eingearbeitet, weil die Teile waren vorproduziert und wurden dann eben im Takt von einer Woche ausgespielt. Ne? Genau, die Serieninhalte waren vorproduziert, aber ich war ja auch in einem Lernprozess tatsächlich. Also das heißt, ich war auch, als wir die erste Folge fertig geschnitten haben, hatte ich da erst die Idee zu sagen, lass uns doch jede Folge mit einem neuen Intro anfangen. Was natürlich mein Videokünstler ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat, weil wir diese Intros nicht produziert haben. Aber das sind irgendwie so Lerneffekte, wir haben schon versucht, immer noch dadurch, dass wir wie parallel dazu gearbeitet haben, also die Serie wurde ausgestrahlt und wir haben immer in der nächsten Folge in der Postproduktion gearbeitet, aber die Zeit war extrem knapp, weil Theater natürlich anders denken als Filmproduktion, und das wäre auch so etwas zu sagen, wenn man doch eine Serie produziert, gibt der Sache doch irgendwie trotzdem ein halbes Jahr und nicht 6 Wochen, weil 6 Wochen ist für eine Live-Performance realistisch, weil wir alle darauf trainiert sind, auf diese 6 Wochen, aber nicht für eine Postproduktion. Ja, das leuchtet mir halt auch in der, nochmal an die Herstellung gefragt, ich höre so in Gesprächen mit Theatermacherinnen oft den Einwand, sind wir denn dafür überhaupt die Richtigen? Also muss es da nicht eigentlich Filmregisseuren geben? Wir als Theatermenschen sind doch eigentlich die, die sozusagen Liveness orchestrieren, um jetzt ein bisschen fachwortlich zu werden, also die im Grunde genommen Spontanität beherrschen, die improvisatorisches Geschick beherrschen, die Ansprache des Publikums beherrschen, Unmittelbarkeit beherrschen. Lässt man das eigentlich dann zurück, wenn man jetzt so diese 6 Teile im Grunde wie eine Filmregisseurin angeht? Und die Anschlussfrage vielleicht, würde eine weitere theatrale Ausarbeitung einer Webserie auch bedeuten, dieses Live-Moment, also sozusagen das Ereignis noch weiter zu modifizieren in die Richtung des Feedbacks? Also mir war es immer wichtig zu sagen, ich bin keine Filmregisseurin, ich bin Theaterregisseurin, die am Film interessiert ist und vielleicht irgendwie filmaffin ist oder wie auch immer. Und das war auch immer das Ziel, eine Theatralität in dieser Serie noch zu behalten. Und das finde ich auch, dass wir das geschafft haben. Also ich bin auch von Anfang an reingegangen und habe gesagt, ich möchte nicht mit Netflix konkurrieren, weil wozu? Wir haben nicht die Gelder, wir haben nicht die Mittel, das interessiert mich auch nicht, irgendwie so eine Vorabendserie zu gestalten. Und es gibt auch eine Folge, das ist in Folge 2 von Edward, wo wir eher, so filmnaturalistisch Szenen angelegt haben, aber es hat man ja auch sehr gut eigentlich in dem Trailer gesehen, dass viele Szenen extrem theatral sind, riesig sind, auch auf der Bühne stattfinden. Also wir haben auch richtig im Schauspiel Köln auf der Depot 1 Bühne auch gedreht in einem Bühnenbild und immer versucht, diese Welten miteinander zu verbinden. Und das war eigentlich auch das Hauptziel, nicht zu leugnen, dass wir vom Theater kommen, weil das wäre irgendwie falsch gewesen. Mhm. Und das hätte ich auch nicht interessant gefunden, weil es ist irgendwo ja auch trotzdem eine Kunstgeschichte. Also trotzdem irgendwie nicht für ein Mainstream, es ist ja trotzdem für ein Theaterpublikum eigentlich gedacht. Mhm. Haben Sie in Köln darüber diskutiert? Ich habe gesehen, heute Rainer Glab ist auch da. Der hat schon ganz früh sich Gedanken darüber gemacht, wie der Rahmen des Theaters eigentlich herstellbar ist online. Hat dann zum Beispiel auch gesagt, in einer Umfrage hat er abgefragt, gucken Sie eigentlich eher am Rechner oder am Smart-TV? Weil das Smart-TV so ein bisschen schon auch einen anderen Rahmen setzt für so ein filmisches Erlebnis. Haben Sie darüber im Schauspiel Köln diskutiert, wie man sozusagen diesen Rahmen der Konzentration, den die Arbeit ja fraglos braucht, denn sie macht ja genau manche Tricks nicht, die Netflix macht, sie macht nicht Cliffhanger oder ne, diese extrem starken Plotstrukturen, sondern sie verlässt sich ja stark auf etwas, was man vielleicht eher in der Kunsthalle oder so sehen würde, ne? So ein Raum der sozusagen ästhetischen Besinnung. Haben Sie darüber diskutiert, wie dieser Rahmen transportierbar ist? Ja, also wir haben schon auch überlegt, natürlich haben uns auch die klassischen Fragen gestellt, wie dieses, was ja Netflix auch hat, dieses Intro überspringen irgendwie, also was man machen kann technisch, wie man das in dem Stream einarbeiten kann, oder hatten auch kurz überlegt, ob es, was Kerstin ja gesagt hatte, diese Form von Mitgestalten irgendwie, ob es so verschiedene Ausfahrten gibt, aber das war technisch zu komplex. Also es war wirklich eine technische Frage irgendwie. Mhm. Was wir aber natürlich gemacht haben, ist, wir haben die Serie geprüft auf, wie es ist, auf dem Laptop zu schauen oder wie es ist, im Smart-TV zu schauen. Und das finde ich
geht eigentlich beides gut. Also es nimmt sich keinen Unterschied. Also es funktioniert total. Und was ich auch bei diesem Gathertown so mochte, ist, dass man auch diese Zoom-Fenster hatte. Das heißt, ich konnte immer sehen, wenn ich über Gathertown geschaut habe, wie die Zuschauer quasi reagieren auf gewisse Szenen. Also ich habe die Gesichter gesehen. Und das war halt so skurril. Und das hat man ja im Theater auch nicht, weil der Saal ist dunkel. Und ich gucke ja nach da und ich gucke ja nicht die ganze Zeit, wie guckt mein Nebenmann. Und das war irgendwie schon tatsächlich spannend. Ich würde aber nicht sagen, dass es ein Unterschied gibt, weil wir heutzutage so viel an unseren Rechnern auch Filme anschauen. Ich sehe eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Smart TV und Laptop tatsächlich. Also, oder iPad gucken auch viele Filme. Also den gibt es eigentlich gar nicht mehr, würde ich sagen. Das ist eine Gruppe, die sich eine regelrecht immersive Umwelt gebaut hat. Ist Cosmea Spellikens Punkt Live, wo sozusagen der ganze Bildschirm erstmal auch alles andere abblendet. Und man den Zutritt über ein Ticket kriegt. So begann das schon bei Werther Live. Ich würde gern mit Cosmea Spellikens jetzt über diese Arbeiten sprechen. Gucken wir vielleicht dort auch erstmal in den Trailer, geht ungefähr 2 Minuten, und zwar von Möwe Live. Das ist die jüngere der beiden Arbeiten, die letzten Herbst rauskam. Erinnerst du dich noch an früher? Was für ein reines, sanftes, schönes Leben. Was für Empfindungen. Weißt du das noch? Ja, ich habe morgen mein erstes Vorsprechen. Ey, ich bin so aufgeregt. Bitte drück mir die Daumen. Ich hoffe, dass das klappt. Stell dir das vor, dann. Es ist, glaube ich, einfach perfekt gerade. Ja, also, bitte wünsche ich. Ich würde gerne zurück. Zu diesem Sommer. In diese Zeit, da war irgendwie alles noch so. So einfach, da waren so viele Türen noch offen. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich habe das Gefühl, ich kämpfe gerade nur noch dagegen an. Hast du dich gefreut, als du erfahren hast, dass du Vater bist? Ja, klar freut man sich da. Auch wenn sicherlich eine Entscheidung ist, die man nicht mehr zurücknehmen kann. Bastian, glaub mir, ich kenne das Gefühl, dass man nicht gesehen wird. Und ich kenne auch das Gefühl, dass man in das, was einem gibt, anscheinend irgendwie so null reinpasst. Aber ich bin das beste Beispiel. Kostja, weißt du, in 5 Monaten werde ich Papa. Dann machst du dir über solche Sachen keine Gedanken mehr. Das geht vorbei. Vielleicht hätte ich mich auch dafür entscheiden sollen. Ja, anstatt dieses Kunstding, was mich nur kaputt macht, also wirklich, ich weiß auch nicht, ich bin einfach überfordert und es ist, diese Welt ist kompliziert, die ist echt kompliziert, es ist echt belastend. Und manchmal wäre ich einfach gern nicht mehr da, ich glaube, dann wäre alles einfacher. Cosmea Spellikens, diese Arbeiten sind ja gewissermaßen programmatisch schon als live ausgewiesen, also als Arbeiten, die tatsächlich an dem Abend gespielt werden, an dem sie ausgestrahlt sind. Sowohl Werther als auch Möwe haben ganz ähnliche Figuren eigentlich, die sie vorstellen, so Leute, die von Sehnsucht getrieben sind, unglückliche Liebende, auch Künstlerfiguren sind es beides mal. Denken Sie Ihre Web-Experimente eigentlich stärker von dem her, was dieses Medien ermöglichen, oder denken Sie stärker erstmal von der Figur her und fragen sich dann, in welchen Medien würden die sich denn ausdrücken? Ja, also ich denke ganz stark von den Figuren her. Ich glaube, das ist auch einfach eine persönliche Sache. Was mich interessiert an erzählerischen und darstellerischen Formen sind Figuren und deren Geschichten und Charaktere. Und dementsprechend war es für mich auch nie gegeben, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Stück machen, was unbedingt auf Twitter spielt oder was irgendwie interaktiv im Netz spielt. Also die Technik interessiert mich ehrlich gesagt sehr wenig, was ein bisschen ironisch ist, weil wir werden jetzt immer gefragt, ob wir irgendwelche digitalen Sachen machen wollen, und eigentlich ist das ein Vehikel, um das zu transportieren,
was diese Figuren in den Stücken bewegt. Und ich finde, dass dieses Thema Einsamkeit in einer modernen Gesellschaft ein Thema ist, was gerade bei der jungen Generation ganz, ganz stark da ist, durch Corona jetzt nochmal verstärkt. Und von daher war es irgendwie inhaltlich sehr, sehr logisch für mich zu sagen, wenn ich die Geschichte von Werther erzähle im Jahr 2021, dann wird er alleine vor seinem Rechner sitzen und dann zu gucken, okay, und auf welchen Plattformen bewegt er sich, hat sich das daraus so organisch entwickelt. Also es fühlt sich manchmal an, als würde man so die Figur nehmen und einpflanzen und dann guckt man, was für ein Universum um diese Figur herum wächst, organisch. Wenn wir uns dieses Live-Moment anschauen, Kerstin Grübmeier hatte in ihrem Eingangsstatement ja einen sehr anspruchsvollen Begriff von Live. Das, ne? Wie hieß es, ich muss mithelfen, dass das, was da passiert, passieren kann. Also richtig interaktiv werden. Diese Form von Interaktivität ist es ja nicht bei Möwe Live. Es ist eigentlich so eine Art diskrete Interaktivität, so eine Art Teilhabe, die aber nicht auf das Skript eingreift. Also der Abend läuft gewissermaßen mit den Schwankungen, die natürlich freies Spiel immer hat, aber läuft im Grunde genommen durchgeskriptet ab. Wo kommt die Liveness des Publikums rein und wie wichtig ist die für Ihre Arbeiten? Also die Liveness entsteht bei den Arbeiten Werther Live und Möwe Live dadurch, dass sich die Figuren eben, also wir arbeiten, wie wir sie jetzt gesehen haben, mit Screen Capturing, das heißt, man sieht die Bildschirme der einzelnen Figuren. Bei Möwe haben wir jetzt noch live gefilmte Momente dazu genommen und vorproduziertes Videomaterial, was auch als solches gekennzeichnet war. Und die Liveness kommt dadurch rein, dass wenn man auf dem Bildschirm der Figuren ist, dann bewegen die sich natürlich live in diesem Moment im öffentlichen Raum Internet. Das heißt, wenn Kostja was auf Twitter abschickt, kann ich auf meinem Handy auf Twitter gehen und ich sehe, ah, der hat das jetzt gerade vor 30 Sekunden gepostet. Und für mich entsteht da eine Liveness, weil wenn ich auf eBay bin und jemand schnappt mir das Sofa weg, was ich haben wollte, dann ist das auch eine Kopräsenz so. Ja, oder wenn ich auf WhatsApp schreibe und ich sehe, die andere Person ist offensichtlich online und sie schreibt, weil es kommen diese drei kleinen Pünktchen und sie schickt es nicht ab, das macht was mit mir, da ist eine Liveness. Und so an Figuren ranzukommen, finde ich super spannend, weil das hat man ja nicht. Also im Film schon gar nicht, weil der Film hat keine zeitliche Live-Kopräsenzebene überhaupt nicht. Das Theater hat das, Theater hat auch eine körperliche Kopräsenz, aber ich komme ja nie näher oder selten näher ran an die Person als den Abstand, den ich zu ihr und mir zwischen der Bühne habe. Und wenn ich jetzt mit jemandem schreiben könnte, der auf der Bühne sitzt und spielt und ich sehe, der macht was an seinem Handy und schreibt da gerade einen Privatchat mit mir, fände ich das super spannend, kann ja auch vielleicht noch entstehen, falls jemand gerade mit solchen Ideen spielt. Und das dann aber zu haben in einem rein digitalen Raum, fand ich irgendwie sehr, sehr reizvoll. Also, dass man die Figuren während des Stückes auch noch näher kennenlernen kann, dass man mit ihnen interagieren kann und auch dadurch entsteht lustigerweise auch eine Kopräsenz und eine Liveness zwischen dem Publikum. Wenn zum Beispiel unter Sachen, die gepostet werden, dann verschiedene Zuschauer was drunter schreiben und dann miteinander in einen Dialog treten, entsteht da ein Live-Moment. Wie weit geht dieses Leben der Figur eigentlich über die Aufführung hinaus, weil ja dieses ganze Universum, das um die herum gebaut ist, als eine Instagram-Präsenz, Twitter-Kanal, wird das weiterhin bespielt, auch nach der Aufführung? Ja, also wir haben es bei beiden Stücken so gemacht, dass nach der Vorstellung erstmal drei Tage lang so der Punkt ist, quasi der nach der Vorstellung erreicht ist. Also wenn Werther tot ist, wird der dir auch nicht mehr direkt nach der Vorstellung antworten. Seine Freunde aber natürlich schon und das dann eben auch thematisieren. Und nach drei Tagen werden dann die Profile alle wieder auf Null gesetzt, also quasi zum Anfang des Stückes. Und es wird aber weiter bespielt. Also es werden teilweise auch immer mal noch Sachen gepostet. Die Schauspieler übernehmen teilweise die Accounts auch so ein bisschen zu alten Ego-Accounts, lustigerweise, und haben auch schon so Ordner. Also ich weiß, dass Johnny Hoff, der Kostja gespielt hat hier in der Möwe, einen Ordner auf seinem Handy hat, der Mascha heißt, wo er Sachen fotografiert, wo er denkt, die würden Mascha interessieren und das dann auch hochlädt teilweise. Man kann den auch jetzt schreiben. Also wenn man jetzt online geht und Mascha irgendwas schreibt, dann wird der ziemlich sicher antworten in Character. Also das wird schon weiter gespielt. Das scheint ja eine der Optionen zu sein. Pina Karabulut hat es auch angedeutet, im Nachdenken über so eine Webserie oder vor allem eben auch um die Frage, das Hybrid zu gestalten. Also ob man es schafft, sozusagen ein digitales Universum um Figuren herumzubauen, die möglicherweise auch, sagen wir mal jetzt, aktuell analog zu erleben sind auf der Bühne, aber gleichzeitig so eine Art digitalen Raum um sich herum haben, sodass man ihnen nach der Aufführung nochmal folgen kann oder vielleicht auch bestimmte Informationen von Stücken dort vertiefen kann. Also insofern sind wahrscheinlich diese Experimente mit, sagen wir jetzt mal, dem Orbit um das eigentliche herum wahrscheinlich ziemlich richtungsweisend. Nun unterscheidet die beiden Arbeiten eines sehr fundamental. Der Werther hat als Vorlage einen Roman
und hat sich damals, so wurde das zumindest in der Kritik beschrieben, ja fast schon natürlich angeschmiegt an diese Ego-Situation des Desktops. Ja? Der Wärter sitzt dort und man guckt ihm über die Schulter, wie er kommuniziert und wie er die Leute da kennenlernt. Möwe ist von der Basis her ein Drama. Ist das schwieriger zu transportieren? Ja, es war deutlich schwieriger. Ich habe die Möwe dann als zweites Stück ausgewählt, weil ich thematisch fand, dass es sehr gut nach wie vor passt. Also diese starke Einsamkeit der tschechowschen Figuren, dieses ganz krasse Sehnen nach etwas, wo man aber auch gar nicht so richtig greifen kann, wonach man sich eigentlich sehnt. Dieses Zweifeln an sich selbst sind, finde ich, alles Dinge, die wir ganz, ganz stark in Social Media finden und im Internet und während Corona eben extrem. Das hat für mich sehr, sehr gut in den digitalen Raum gepasst, deswegen habe ich das auch ausgewählt. Mir ist dann aber beim Erarbeiten des Stückes aufgefallen, dass es wirklich schwierig ist, weil man einfach nicht ganz so viel Figurenfutter hat und weil es sehr viele Figuren gibt. Also der Wärter funktioniert für mich persönlich auch besser als die Möwe, weil dieser Briefroman halt sowieso schon eine Solo-Perspektive ist, wie Sie gesagt haben. Es ist eine Einzelsicht und es gibt nicht ganz so viele Figuren. Das heißt, ich brauche auch nicht so lange, um mich zurechtzufinden. Ich kann mich schneller identifizieren mit meiner Hauptfigur. Bei der Möwe gibt es jetzt in der Bearbeitung von uns 3 Hauptfiguren, deren PCs live bespielt werden, aber noch 3 bis 4 weitere Figuren, die in diesem Universum eine Rolle spielen. Das heißt, ich sehe Einzelpersonen gar nicht so wahnsinnig viel und kann mich dementsprechend auch emotional nicht so gut an sie andocken. Das war deutlich schwieriger. Es war ein Experiment. Also was für mich bei der Möwe zum Beispiel sehr gut funktioniert hat, war, dass wir gesagt haben, wir gehen nochmal einen Schritt auch näher zum Filmischen ran. Also haben Boris Trigorin, im Original ist er Autor, bei uns ist er Medienkünstler. Das heißt, wir haben ihn Videotagebuch machen lassen und diese Aufnahmen dann quasi auch narrativ ins Stück mit eingearbeitet. Das fand ich sehr spannend, weil das für mich sehr gut funktioniert hat, weil diese Feinstofflichkeit, die die Möwe und sowieso Tschechow ja ganz stark in sich tragen, was sehr, sehr Filmisches ist und diese ganz zarten Momente, diese ganz feinen Momente, die auf der Bühne oft verschluckt werden von den 30 Metern, die dazwischen sind, die konnte man mit dem Film sehr schön einfangen. Und das war toll, das auszuprobieren und da auch zu gucken, wie weit kann man denn da pendeln und welches Medium würde sich dafür anbieten. Also der Wärter hätte für mich filmisch nicht gut funktioniert, muss ich sagen. Die Arbeit ist am Staatstheater Nürnberg, zumindest als Co-Produzent, entstanden. Hat das etwas verändert an der Arbeitsweise von Punkt Live? Die erste Arbeit war quasi ein Low-Budget-Unternehmen, aus dem Freundeskreis heraus gegründet und dann mit Casting vorangebracht. Ist es anders, am Staatstheater zu arbeiten? Ja, es ist anders. Also es ist natürlich, zum einen gibt es einem sehr viel mehr Sicherheit, weil man plötzlich das Gefühl hat, guck, Leute nehmen uns ernst. So, wir machen das hier nicht im stillen Kämmerchen, sondern es gibt offensichtlich ein Publikum und es gibt offensichtlich auch Institutionen, die sich dafür interessieren und Förderstellen. Und Leute, die in diesem Beruf schon lange sind, die werden ja auch irgendwie Ahnung davon haben, was sie da tun. Also es gibt einem mehr Selbstvertrauen in dem, was man tut. Es gibt einem auch tatsächlich noch mal mehr die Möglichkeit zu experimentieren, weil man nicht so sehr darauf angewiesen ist, dass das irgendwie gut werden muss, weil man ist sowieso finanziert von einem Theater und kann deswegen sich auch noch ein bisschen mehr trauen, auch zu sagen, so ja, wir gehen ins Risiko, wir probieren das. Warum nicht? Dafür ist es ja auch einfach da als ein Experiment, also zumindest begreife ich Theater auch als einen Experimentalraum. Es bringt aber natürlich, also es bringt noch, um die weiteren Föhnpunkte abzufrühstücken, die es noch gibt bei solchen Sachen, es gibt einem natürlich auch ein Netzwerk, auf das man sich berufen kann, es gibt eine Feedback-Kultur, die man dann nehmen kann, die wir auch sehr, sehr toll bekommen haben von Nürnberg. Es gibt Unterstützung mit Technik und mit Kostümteilen. Es gibt eine Marketingplattform, die auch einfach eine andere Schlagkraft und Reichweite hat, als wenn wir auf unserem kleinen Instagram-Account mal einen Post machen. Das ist sehr schön. Es gibt aber natürlich auch Sachen, die schwierig sind, wo wir einfach gemerkt haben, Staatstheater sind Behörden, es sind Bürokratie-Schlachten, die da zu führen sind, was nicht unbedingt mit neuen experimentellen Formaten gut kompatibel ist. Also jetzt das nächste. Mal ein Beispiel? Ja, es gibt kein WLAN in Staatstheatern oder zumindest in den meisten. ja, es klingt banal, aber manchmal hat man das Gefühl, es würde was eher ankommen, wenn man es faxt. Und das sind natürlich Sachen. Ja, oder der Ticketverkauf. Also bei allen größeren Häusern, auch wenn wir jetzt auf Festivals sind oder waren mit den Produktionen, gab es immer das Problem, dass sie gesagt haben, wir arbeiten mit großen Ticketanbietern zusammen, die können nicht umstellen. Wir wissen nicht, wie wir das verkaufen sollen, weil wir haben ja keine Sitzplätze.
Oder es kommt halt eine automatisch generierte Ticket-Mail raus, wo dann drin steht, bitte bringen Sie eine FFP2-Maske zur Vorstellung mit und Ihren aktuellen PCR-Test oder sowas. Es ist aber eine Online-Vorstellung. Also all sowas sind einfach Hürden, wo ich das Gefühl hatte, also je größer die Institution ist, desto schwerer tut man sich mit Formaten, die nicht Standard sind. Und Sie hatten im Vorgespräch gesagt, das betrifft dann auch die Förderlandschaft nochmal. Also je fluider das Ganze ist und je weiter man vernetzt arbeitet, umso schwieriger ist es genau zu identifizieren, das ist der Ort, an dem wir ausspielen und da sollten bitte schön die Förderungen stecken. Total, also nicht nur Förderung, es geht schon los bei so Sachen wie Presseverteiler. Ganz, ganz oft kommen wir nicht in irgendwelche Veranstaltungskalender rein, weil wir keine Spielstätte haben mit Digitalformaten oder können nicht gefördert werden, weil wir halt nirgendwo stationiert sind, keinen Probenraum haben, sondern halt in 6 verschiedenen Städten über 2 Länder verteilt arbeiten. Das ist schwierig und das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil dadurch sehr viele Formate, die out of the box sind, einfach verloren gehen, weil man nicht weiß, ist es jetzt Theater, ist es Film, ist es eine Performance, was ist es eigentlich? Mhm. Also ich komme eigentlich vom Film. Die ganzen Filmleute haben sich das angeschaut und gesagt, naja, also Film ist das nicht, das ist schon Theater. Und ganz viele Theaterleute haben sich das angeschaut und gesagt, das ist für mich kein Theater, das ist Film. So, also es ist schwierig zuzuordnen, macht aber natürlich auch eine spannende Diskussion auf. Irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, auch die fruchtbare Diskussion, dass man eben guckt, welche Kompetenzen spielen unterschiedliche Bereiche rein in die Genese eines ja dann doch irgendwie sehr eigenständigen Genres, nämlich was wir Netztheater genannt haben. Kerstin Grüttmeier, der starke Punkt vom Anfang war ja eben auch der Anspruch an, ich will da vorkommen in diesen Inszenierungen, also ich will einen Unterschied machen, meine Anwesenheit soll einen Unterschied machen. Jetzt haben wir auch gerade gehört, es kommen so starke Begriffe von Intimität, Nähe. Zunächst mal wirklich an Sie als Beobachterin auch dieser Arbeit in den letzten Jahren gefragt, haben wir da so einen Zug zu quasi Kammerspielartigen sein? Hat das Kammerspiel am besten funktioniert in dieser Zeit? Und war zum Beispiel sowas wie Frau Else, Fräulein Else, was ja auch eine ganz intime 1-1-Situation aufmacht, sind das sozusagen die Stoffe, die auch am besten funktioniert haben am Netztheater? Ja, das kommt, glaube ich, auf den Kanal an, auf den man sendet. Ne? Also das, was du gerade beschrieben hast, was bei Werther Live zum Beispiel passiert mit dem, ich kann während die Performance läuft, auch auf meinem Social-Media-Account das verfolgen oder im Social-Media verfolgen, dass das wirklich live ist. Es war natürlich bei Fräulein Else auch so ein Moment, da konnten Leute kommentieren. Die Schauspielerin hat auch darauf reagiert, zumindest am Anfang. Und das hatte eine extreme Intimität. So, das da hatte ich gar nicht mit gerechnet, aber das war so, dass man mit seinem eigenen Smartphone so auf dem Sofa saß und irgendwie mit dieser Figur verbunden war, während die Schauspielerin halt natürlich in so eine Kamera reinspielt, in so einen Äther und überhaupt nicht weiß, was da zurückkommt. Also für die Performerin war das, glaube ich, ziemlich eine große Umstellung, ja? Also in diesen Äther da rein zu senden. Ob nur Kammerspiele funktionieren, ich weiß es nicht. Es ist halt die Frage, ja, an welchem Endgerät gucke ich, ne? So, wenn ich auf meinem Rechner, auf meinem Laptop was anschaue, wie großformatig überwältigend kann das denn dann werden? Ne? Ich fand Edward II zum Teil ästhetisch sehr überwältigend, aber es ist trotzdem halt ein Film, den ich auf meinem Laptop anschaue. Ich finde aber den Aspekt, den du genannt hast mit Details und Ranzoomen und Feinstofflichkeit total spannend. Und ich glaube, also viele Momente, die ich erlebt habe, waren auch so kleine Momente, intime Momente, das Ranzoomen, das, was das Theater eben nicht kann, wenn es sich auf so einer 20 Meter Portalbreite irgendwie behaupten muss. So. Ja, und wir glauben auch, dass das die Diskussionen sind, die man da führen muss. Viele Gespräche über das Netztheater sind immer noch sehr Technologiegespräche. Welche Hardware nutzt man? Welche Infrastruktur kann man aufbauen? Und diese Besinnung sozusagen auf welche Stoffe funktionieren, die ist schon extrem wichtig. Und nun haben wir 3 Stoffe gehabt, die im Grunde wie im Interpretationstheater üblich schon vorlagen. Also Palme, Zofer, Marlowe, Goethe, Tschechow, Arthur Schnitzler, also große klassische Stoffe. Nun hat Mannheim sich auf den Weg gemacht, mit der Förderung von TikTok Deutschland ein Institut für Digitaldramatik zu gründen, um eben zu gucken, braucht es vielleicht andere Erzählweisen? Es soll ja ein Labor sein erstmal, auch sehr ergebnisoffen. Braucht es andere Erzählweisen im Netz? Gibt es da schon erste Erkenntnisse? Der erste Stipendiatinnenjahrgang ist 2021 im Oktober an den Start gegangen. Gibt es da schon erste Richtungen, wo man sehen kann, okay, das sind so Dinge, woran gearbeitet wird und
darin unterscheidet sich vielleicht Digitaldramatik von dem, was wir als Dramatik im Theater brauchen. Ja, also erstmal wollte ich sagen, dass das Institut für Digitaldramatik von zwei Kolleginnen von mir gemacht und verantwortet wird, nämlich Lena Bontorra, die auch heute Abend hier ist. Da vorne sitzt sie. Wer heute Morgen. Heute Morgen. Und wer sie ansprechen möchte heute Morgen, bitte tue das. Und Sascha Hagesheimer. Und genau das, was gerade angesprochen wurde, war, glaube ich, der Grund für eure Initiative zu sagen, jetzt haben wir irgendwie diese klassischen Theaterstoffe, jetzt versuchen wir die in irgendwelche neuen Medien so reinzuquetschen. Aber müsste es nicht darum gehen, neue Texte zu schreiben für diese neuen Medien und ganz neu zu gucken, aha, wie inspiriert mich jetzt zum Beispiel ein Mozilla Hubs Raum? Ja, wie schreibe ich denn für einen Mozilla Hubs Raum? Oder wie schreibe ich für Insta? Oder wie schreibe ich für Telegram, wenn ich Telegram nutze als Kanal oder als Plattform, als Bühne oder so? Und da gibt es sehr unterschiedliche Versuche bei den 8 StipendiatInnen, die man sich alle online mal anschauen könnte und sollte. Also bitte gerne googeln, Institut für Digitaldramatik auf der Homepage vom NTM. Und so beispielhaft würde ich sagen, gibt es eine große Auseinandersetzung mit dem Medium Internet zum einen. Also da gibt es eine Autorin, Seda Kaskinkelic, die macht... hat eigentlich ein ganz großes Projekt vor. Im Moment schreibt sie an einem Teil dieses Projekts, also einem kleinen Partikel darin, nämlich einem Chatbot. Und dieser Chatbot soll eigentlich in einem größeren Kontext stehen von einer Überschreibung des Internets. Also ein Internet, ich mache sozusagen eine Seite auf oder ich habe eine alternative Internetoberfläche und dieses Internet sieht am Anfang so aus wie immer und dann stelle ich fest in kleinen Details, ist es anders, weil es sich nämlich kritisch auf unsere Realität bezieht. Ja, und zum Beispiel damit umgeht, dass diese Realität und das Internet, was wir jetzt haben, sehr weiß, cis-männlich und heterosexuell ist. Und dieses neue Internet ist das eben nicht, ne? Sondern es dreht sozusagen unsere Perspektive um. Und der Chatbot, den sie im Moment schreibt, dreht ebenfalls so das Prinzip Service um. Also ein Chatbot ist ja eigentlich erstmal da, mir zu helfen. Ja, der sagt, wie kann ich Ihnen helfen? Was soll jetzt als nächstes passieren? Ihr Produkt, das Sie bestellt haben, ist nicht das Richtige oder so. Und dieser Chatbot dreht das um und möchte eigentlich, dass wir ihm helfen, nämlich sich zu verstehen oder die Erfahrung, die dieses Chatbot-Wesen gemacht hat, zu verstehen. Und das ist sehr spannend, weil erstens geht Seda da mit so einer schon bestehenden Sprache um, die sie dann verändern muss. Also wie spricht normalerweise ein Chatbot und wie schreibe ich jetzt als dieser Chatbot? Wann wird der Chatbot so ein üblicher und wie dreht sich das plötzlich total um? Und dann entsteht ja durch das Antworten der Userinnen dieses Chatbots potenziell ein gemeinsamer Text. Also sie hat Textteile geschrieben und dann antworte ich als Userin und daraus entsteht wie ein neues Werk eigentlich. Und ist das eigentlich konservierbar oder ist das dann, wenn die Chatbot-Performance rum ist, weg? Das sind so Fragen, die sich stellen. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt aber auch StipendiatInnen, die für eine VR-Brillen-Performance schreiben, die auch hybrid ist, wo ich mit meinem realen Körper in den Raum gehe und gleichzeitig über die VR-Brille in einem virtuellen Raum bin. Es gibt eine Gruppe Feelings, die machen eben, die arbeiten mit Telegram und da geht es auch um Intimität. Also da geht es zum Beispiel um einen Dialog zwischen zwei Wesen, Menschen, die sich über Telegram unterhalten und ich kann dem beiwohnen und mich vielleicht auch einklinken und ich bin einfach Voyeurin sozusagen oder Mitleserin an deren Kennenlernen. So. Prima, ja, wir sind sehr gespannt, was dort an Experimenten herauskommt. Es ist nicht produktorientiert, aber wir freuen uns natürlich, wenn da was zu sehen sein wird. Die Zeit rast heute etwas. Wir sind eng getaktet, aber Theater und Netz ist ja immer auch eigentlich... Ihr kennt es, der Ort, wo wir im Garten stehen. Im Garten sozusagen geht es weiter und da gucken wir, was wir lernen aus den Gesprächen hier oben. Wir würden jetzt in eine kurze Pause gehen
Und dann ist Christian Römer mit einem Panel zu der Frage, wie kommen wir zurück auf die analoge Bühne, wie greifen wir nach dem Publikum, welche Form von Unterhaltungsskills braucht es jetzt an diesem Moment der Normalisierung der Pandemie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf diesem ersten Panel. Und Christian, ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank. Bitte, erstmal, Verzeihung.